Hallo und herzlich willkommen beim iJojo-Podcast. Ich bin hier heute wieder in meinem Couch-Talk, diesmal mit Malte. Hi Malte. Moin Dave. Moin liebe Zuschauer. Wir haben uns hier mit irgendwie einem Energy-Drink der Marke Flügel oder so, verleiht Flügel, uns das gemütlich gemacht. Und ich werde den Malte jetzt mal interviewen, so wie wir das schon mal mit dem Joscha gemacht haben. Fangen wir doch mal an. Malte, wo kommst du her, was machst du so und wie bist du zum Jojo-Spielen gekommen? Ich komme aus Bielefeld, bin im Moment noch Schüler, mache dieses Jahr mein Abi und zum Jojo-Spielen gekommen. Das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich wollte mir eigentlich ehrlich gesagt ein Diabolo kaufen in einem Freizeitgeschäft. Und du hast irgendwie das zu kleine Diabolo genommen? Nee, ich hatte zu wenig Geld, um mir ein Diabolo zu kaufen. Okay. Und habe mir dann ein Jojo gekauft und dann fing der Wahnsinn an. Okay. Auch so kann man zum Jojo-Spielen kommen, einfach nicht genug Kohle fürs Diabolo dabei gehabt und dann gesagt, dann muss es wohl das Jojo sein. Relativ cool, ne? Weil du kannst für den 10er ja schon einsteigen mit dem Jojo. Ich bereue es nicht. Schon mal gut, der Malte bereut es nicht. Und wie lange bist du jetzt schon dabei, Malte? Seit 2009, glaube ich. Sommer 2009. Glaubst du, weißt du? Ich bin mir ziemlich sicher. Seit Sommer 2009 ist Malte dabei. Und wo kriegst du so Tricks her? Also ich meine, spielst du ja jetzt dann schon eine Weile und wie ich sag mal, so eine Trick-DVD gibt es ja auf dem Level dann auch nicht mehr so richtig, ne? Wo holst du die Inspiration? Also eigentlich daddel ich nur so ein bisschen vor mich hin. Also manchmal gucke ich halt Videos, wenn ich irgendwie, wie schon im letzten Podcast beschrieben, irgendwie eine gute Bewegung finde, versuche ich die nachzumachen. Aber versuche die nicht ganz genau so nachzuspielen, wie das die Person gemacht hat. Und durch die Fehler findet man dann wieder eine eigene Sache. Okay, also das scheint sozusagen das Erfolgsrezept zu sein, sich Videos anzugucken, inspiriert zu sein und irgendwie Sachen dann anders zu machen. Generell Fehler machen ist eigentlich immer ganz gut, außer auf der Bühne. Ja, da kann Malte dieses Jahr leider ein Lied von singen, der deutschen Meisterschaft 2013. Aber hey, es hat... Aber lieben Gruß an Frederik Duda. Auch in dieser Folge sei Frederik Duda lobend oder nicht so lobend erwähnt. Wir haben ihn alle lieb. Ja, das auf jeden Fall. Ja, und Frederik hat sich ja auch bei der Millionärswahl beworben. Also ich habe abgestimmt, ich weiß nicht, ob genug Menschen... mal gucken. Jedenfalls, Fehler machen immer gut, nur eben nicht auf der Bühne, das ist schon mal ein gutes Zeichen, aber es hat ja für die WM-Quali gereicht, ne? Mhm. Und bist dabei? Ich hoffe, also wenn ich die Zeit finde und genug Geld zusammengespart habe, ich bin schon seit ein paar Monaten am Sparen, also ich hoffe, ich krieg's hin. Also Prag ist ja jetzt nicht so weit, ne? Also auch an euch da draußen der totale Appell, ne? Im August ist die Weltmeisterschaft das erste Mal in Europa in Prag und also ich lasse es mir auf jeden Fall nicht entgehen. Ich muss bislang immer nach Orlando fliegen, wenn ich zur WM wollte. Das kostete schon der Flug irgendwie eine vierstellige Summe, das war nicht so ganz sexy. Das ist in Prag echt deutlich anders und ja, ich meine, EYYC war ja auch immer ganz cool. Ich denke mal, dass die Kollegen das dort auch gut gerockt kriegen. Hast du denn so Tipps für Wettkämpfe, für einen Freestyle-Bauen? Wie machst du das mit einem Freestyle? Also ich suche mir eigentlich zuerst immer ein Lied aus, was mir gefällt, wo viele verschiedene Variationen drin sind. Also sollte es nicht irgendwie was Clubmäßiges sein, wo die ganze Zeit lang nur der Bass immer so ufter hintereinander läuft. Halt irgendwas mit viel Variation. Danke fürs Mikro, Dave. Du musst das Mikro, glaube ich, etwas näher zum Mund halten, damit ach, die Zuschauer auch dich verstehen. Darum guckt er so lustig. Lieben Gruß an Joscha hinter der Kamera. ich hab dich auch lieb. Wo war ich jetzt? Musik. Ja, also erstmal suche ich mir ein Lied aus, was mir gefällt. Das muss man dann halt beim Training halt öfters durchhören. Und dann gucke ich, was kann ich relativ sicher, was sieht gut aus. Und dann versuche ich das irgendwie alles hintereinander zu bauen. Und ja, danke sehr. Und dann läuft das eigentlich auch meistens, außer man wird vorher angerufen. Liebe Grüße an Frederik Duda. Okay, mache ich ehrlich gesagt auch so. Also, erstes Lied, dann die Tricks? Ja, erstes Lied. Also ich meine, ich höre schon im Radio oder so dann auch durchaus mal hin. Also ich finde auch, dass durchaus aktuelle Hits mal Potenzial haben, irgendwie genommen zu werden. Und jetzt nicht nur was total Unbekanntes oder irgendwie japanische Technomucke. Ja, wenn ich irgendein Lied höre, was ich so denke, hey, das könnte passen, dann zocke ich halt auch mal dazu. Und wenn ich denke, da kann ich was draus machen, dann bastel ich darauf halt einen Freestyle zurecht. Ja, die Publikumswertung ist ja auch recht wichtig. Und wenn man dann ein Lied nimmt, was die Leute kennen und mögen, dann klatschen sie vielleicht auch noch mit. Und das ist ja auch nochmal nicht schlecht. Also man muss es vielleicht mal sozusagen ein bisschen erklären für die Zuschauer, die noch nicht auf dem Wettbewerb waren. Es ist natürlich nicht so, dass das Publikum sozusagen Noten vergibt und danach der Spieler bewertet wird, sondern es ist ja halt höchstens so, dass das Publikum mitgeht und man selber halt damit angefeuert wird. Und das darf man auch nicht vergessen, wenn das Publikum total abgeht, die Judges natürlich auch
den Eindruck haben, dass das super geil ist, was der Junge da auf der Bühne zaubert oder das Mädel. Und dadurch natürlich auch sicherlich mal so den einen oder anderen Extrapunkt springen lassen. Und im Zweifelsfall ist es ja auch so, wenn das Publikum irgendwie angetan ist von der Show, dann ist die Show jetzt euch ja meistens auch gut. Ne? Also denkt nicht, dass ihr sozusagen im Publikum jetzt irgendwie 5-Euro-Scheine verteilen könnt und das reicht, um da jetzt irgendwie die Publikumswertung nach oben zu treiben. Also eine gute Show ist da schon besser, glaube ich. Und günstiger. Mhm, wesentlich. Genau. Ansonsten gibt es noch irgendwas, was du den Zuschauern sagen möchtest? Tipps, die du auf den Weg gehen möchtest? Grüße? Also jetzt außer an Frederik, den haben wir schon oft genug erwähnt. Mir fällt gerade spontan eigentlich nichts ein. Ich würde gerne meine Mama grüßen, die freut sich seit Wochen auf diese Videos und moin. Hallo Christiane. Okay, Malte, dann herzlichen Dank dir. Wir werden dich dann auf der WM spätestens wiedersehen oder UYC auf der EM dabei? UYC, ich versuch's. Also wenn es nicht direkt ins Abi fällt, dann wäre ich dabei. Nee, also eigentlich die Abi-Klausur doch später, oder? Ja, aber ich muss ja noch ein bisschen lernen, ne? Aber das kann man ja auch auf der Zugfahrt machen, während der Autofahrt. Das habe ich mir auch immer vorgenommen. Kriegt man schon hin. Ich habe auch so Lernsachen damit nach Orlando genommen und so. Wirklich? Nee. Echt nicht? Oh Mensch. Nee, also ich glaube, das ist echt, also das funktioniert nicht. Wobei im Zug kann ich nur empfehlen, im Zug kann man super Masterarbeiten schreiben, ja. Also ich habe meine ganze Zugfahrt nach... Ich habe sie gelesen, nee, hast du nicht. Zum Teil. Nein. Doch? Nein. Doch, das müssen wir machen. Ach so, ja, er hat sich die mal angeguckt, aber meine Masterarbeit hat ein Sperrvermerk. Egal. Jedenfalls, ich kann euch nur sagen, im Zug kann man auch super Arbeiten schreiben, weil ich finde, da kann man nicht abgelenkt werden. Ne? Also so, wenn du ansonsten unterwegs bist oder zu Hause, klingelt ständig das Handy oder du kriegst eine WhatsApp oder das Facebook. Das liegt auf dem Tisch und das ist dann doch irgendwie wieder cooler. Ja. Auch so ein Problem, deswegen komme ich nie zum Aufräumen, weil ich halt einfach so viele Jojos habe, die zwischendurch rumliegen. Nee, da ist mein Zug echt ungestört. In dem Sinne, Malte, ich hoffe, wir sehen uns auf dem EYYC oder dann auf dem We Love Yo-Yo Meet. Und spätestens, auf jeden Fall dabei. Spätestens bei der WM. Und auch einige von euch, plant euch das ein, Prag im August, so günstig kommt ihr nie wieder zur WM. Im Jahr danach geht es nach Japan, da sieht das schon wieder ganz anders aus. Ja, da weiß ich zum Beispiel nicht, ob ich das mal eben so packe, weil Japan ist schon echt so ein etwas kostengünstigeres Pflaster. Ne? In dem Sinne, ciao, ciao und bis zum nächsten IOE-Podcast.